Wir haben heute unsere 16. Buchloer Astronomietage. Die haben gestern am Freitag schon begonnen mit dem Eröffnungsvortrag im Gasthof Eichel. Und heute haben wir Tag der offenen Tür hier auf dem Sternwartegelände mit Teleskoptreffen. Die Mitglieder haben ihre privaten Teleskope mitgebracht. Und wenn das Wetter hoffentlich hält, wollen wir am Abend gemeinsam durch alle Teleskope beobachten. Programmhighlight ist der Sommerhimmel, der noch zu sehen ist. Also die offenen Sternhaufen und die Gasnebel wie M17 und M16 im Sternbild schützen und halt die schönsten Objekte des Sommerhimmels nochmal genießen, bevor dann der Winter kommt. Siehst du einen weißen Punkt? Das ist die Sonne, ohne dass sie dich groß blendet. Die Sternwarte hat jeden Dienstag bei klarem Himmel geöffnet. Das Einzige, was sich ändert, ist die Öffnungszeit. Ab Oktober haben wir wieder 19.30 Uhr Führungsbeginn bis März. Und dann im April ist 21 Uhr und die Sommermonate Mai, Juni, Juli, August 22 Uhr. Und wenn das Wetter klar ist, kann man am Dienstag einfach vorbeikommen. Man braucht sich nicht anmelden, muss bloß Wetter mitspielen. Wir haben eine Internetseite unter www.astronomie-buchloe.de. Kann man sich informieren über unseren Verein.